Hey, willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir Freitag und ich bekomme jetzt Besuch von meiner süßen Maus Jessie. Ich freue mich riesig. Das war jetzt ganz spontan, dass sie gesagt hat, ich komme vorbei. Wir beide haben nämlich jetzt was vor. Und zwar muss ich, also ich muss nicht, aber ich mache es natürlich trotzdem, für eine Freundin 40 Cupcakes machen für morgen für ihre Verlobungsfeier. Ja, ich freue mich schon. Ich habe lange nichts mehr gebacken. Muss jetzt dafür einkaufen gehen und dann dachte ich mir, nehme ich einfach die Kamera ein bisschen mit, zeige euch, wie wir das so oder wie ich das so mache und Jessie hilft mir. Ich bin mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, aber ich denke schon. Ja, schauen wir mal und jetzt geht's los. So, einmal einrichten hier. Hoppala. Ah, Jessie hat nochmal gevoiced. Okay, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, Maus. Das sieht man kaum was, ne? Ja, wir müssen jetzt erstmal einkaufen. Ich muss erstmal meinen ganzen Kram hier verstauen. Da passt das leider nicht rein, so ein Etui. Aber gut. Ja, ich muss noch ein paar Sachen kaufen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was ich für ein Topping drauf mache. Ob ich das, was ich mir so vorstelle, auch... Ob das mit Fondant irgendwie zusammenpasst. Ich weiß es nicht. Muss ich mal googeln. Okay. So, wir sind jetzt wieder im Auto. Jessie ist auch da und wir sind klatschnass. Sieht man das? Das kannst du sehen. Also bei dir sieht man das auf jeden Fall. Es ist so am Regnen. Es ist einfach alles klatschnass. Ekelhaft. So türstehmäßig den Backofen. Hier sah es eben aus wie in der Großküche, ne? Ja. Ja. Das hat eben ganz viele tolle Schmetterlinge gemacht. Und Kreise. Ach, die anderen sind in der Schublade, ne? Ja. Da ist der Teig, da haben wir doch die anderen Kreise. Gleich müssen wir noch im Eimer ein Blech Muffins machen. Und danach machen wir ganz todesmutig die Buttercreme. Wir sind sehr gespannt, ob das was gibt. Und wenn jetzt das nächste Blech im Ofen ist, werden wir anfangen zu kochen. Denn wir haben nämlich beide richtig Kohldampf. Oder? Ja. Wir machen nämlich heute was Leckeres. Ich zeig's dir mal. Moment. Ja, wir sind am Überlegen, was wir davon kochen. Buntes Kokosgemüse-Curry oder Risotto mit Safran. Sieht beides sehr, sehr gut aus. Magst du scharf? Ja, geht so. Also ich bin sehr empfindlich, was scharf angeht. Gut, dann lassen wir die Chili einfach weg, ne? Die ist hier drin. Ja. Oh, hier ist Fenchel drin. Magst du Fenchel? Ja, ist gesund. Das ist meine Antwort. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Sieht beides sehr gut aus. Ene, mene, miste. Ja, okay. Ene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck. Und du bist weg. Also das. Okay. Gut. Muffins müssen noch. Sind mal weich. Oh, schade. Leute. Jessie hat gerade einen Bumerang von mir gemacht, weil ich saß hier. Ich sitze hier auf der Arbeitsplatte und habe so in die Hände geklatscht. Und sie sagt, sie sieht aus wie ein Seehund.
Wenn sie das geschickt hat, zeige ich euch das. Das sieht so doof aus. Guckt euch das bitte mal an. Ihr sagt doch wie so ein Seehund auf Speed. Oh mein Gott, das sieht so lustig aus. Wir haben es geschafft. Und die Küche sieht wieder grandios aus. Oh mein Gott. Und es sind sogar zwei übrig geblieben für uns. So, das sind die. Einmal da mit Schokofrosting, Vanillefrosting, Erdbeerfrosting. Wir beide sind fertig wie Schnitzel. Und Hunger haben wir jetzt. Wir haben es jetzt geschafft und kochen sogar noch. Reis ist gleich fertig, das hier ist auch fertig. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Sieht auch fast aus wie auf dem Bild, guck. Jetzt warten wir noch, bis der Reis fertig ist und danach gönnen Jessie und ich uns die zwei übrig gebliebenen Cupcakes und die anderen werden jetzt gleich abgeholt. Dann sind die nämlich schon mal aus dem Kühlschrank raus. Ich mache ein Cupcake. Und Lea bastelt damit Fondant und Jessie macht ganz fleißig die Küche sauber. Danke, Maus. Und ich. Und guck mal, Leute. Und die Kinder matchen hier mit dem restlichen Fondant. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Also die drei sagen es scharf. Ja, ich bin aber auch sehr empfindlich. Mm. Okay, probier mal. Wir sind fertig und die Cupcakes wurden jetzt abgeholt. Boah, ich sehe richtig fertig aus, ne? Ja, Küche ist noch ein Schlachtfeld, sage ich euch. Spülmaschine läuft. Den Rest spüle ich jetzt erstmal voran. Und das ganze Zeug ist übrig geblieben. Haben wir zu viel gekauft. Aber macht nichts. Lieber zu viel als zu wenig. Ich brauche unbedingt eine Dusche. Ich klebe überall von diesem ganzen Zuckerzeug. Ja, Reis habe ich auch wieder zu viel gemacht. Wer kennt das? Wer macht auch immer zu viel Reis? Man denkt immer, es reicht nicht. Macht immer noch ein bisschen mehr. Und im Endeffekt hat man übrig, ne? Ach so, im Übrigen habe ich die KitchenAid angekokelt. Nein, ich nicht. Ist das nicht herrlich? Oh. Wir haben uns beide gewundert, warum es hier so riecht. Da lag das auf dem Herd. So ein Mist. Ich hoffe, man kann das Kabel austauschen. Okay. Chaos ist immer noch. Ich habe aber auch gerade einfach keine Lust mehr. Das ist jetzt hier alles schon gespült. Das werde ich jetzt gleich erstmal verräumen. Den Kram auch. Oh mein Gott. Hier sieht's aus. Und ich gehe jetzt erstmal in die Badewanne, ne Snacki? Ja, meine Süße. Ja, ich brauche das jetzt. Ich habe nämlich eine leichte Blasenentzündung. Und da ist Baden immer super. Wegen der Wärme, ne? Ja, ich habe schon was bekommen, war schon beim Arzt. Falls es irgendwen interessiert. Aber noch so ein bisschen ist es echt unangenehm. Deswegen gehe ich da jetzt rein. So, ihr Lieben, ich habe gerade eine Bewerbung geschrieben. Ja, ich habe nach, ich glaube, knapp in 10 Jahren jetzt mal wieder eine Bewerbung geschrieben. Ich habe meine Jobs immer über Kontakte bekommen und musste immer nur einen Lebenslauf abgeben und nie eine Bewerbung. Jetzt habe ich eine Bewerbung geschrieben und einen Lebenslauf natürlich, ne? Die gebe ich morgen ab. Und ich bin schon total nervös. Ich weiß, dass diese Firma ganz dringend Leute sucht. Und ich habe auch schon dort in der Filiale mit jemandem gesprochen. Und die haben gesagt, dass es ganz gut aussehen könnte. Und ich freue mich. Ich gebe das morgen natürlich persönlich ab. Mein Bruder holt mir gerade eine richtige Bewerbungsmappe. Der hat nur eine zu Hause. Die hier, die sind nix. Ich möchte so eine zum Aufklappen haben. Und ja, da werde ich euch auf jeden Fall, wenn ich was weiß, werde ich euch berichten. Falls ich noch nichts gesagt habe, weiß ich einfach auch noch nichts. Aber ich freue mich. Ich hoffe, dass es klappt, dass ich endlich wieder in meinen Beruf kann. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, es klappt. Drückt mir mal bitte die Daumen.